Hallo ihr Lieben, heute kommt endlich mein Q&A online und ich hatte ja von euch ein paar Fragen gesammelt. Es sind auch ein paar zusammengekommen, sodass wir so ein paar Minuten hier auf jeden Fall, denke ich mal, füllen können. Und ja, ich habe die Fragen hier alle auf meinem Handy und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt zusammen an. Und ich bin jetzt echt völlig unvorbereitet, muss ich dazu sagen, weil ich gedacht habe, ich möchte spontan auf die Fragen antworten. Also ich habe die Fragen damals alle für mich gescreenshottet auf dem Handy und dass ich sie jetzt halt alle habe, habe sie mir jetzt aber ehrlicherweise vorher nicht noch einmal durchgelesen, weil ich dachte, ich möchte mich nicht zu sehr über die Fragen verrückt machen, sondern eher so spontan aus dem Bauch heraus antworten. Deswegen, ich bin völlig unvorbereitet und wir gucken uns jetzt einfach die erste Frage mal an. Das ist eine sehr, sehr lange Frage, habe ich gerade eben schon gesehen, wo ich das Bild aufgemacht habe. Und es sind einige Fragen hier schon drin, die auch die meisten von euch so im Großen und Ganzen mit interessiert haben. Und zwar ist das von Miss Minion und Miss Minion hat gefragt, mich würde zum Beispiel interessieren, welche Musik du hörst, welche Filme und Serien du magst, machst du Sport, wenn ja, was, was isst du am liebsten, gehst du gerne shoppen, wenn ja, wo, was machst du, wenn du schlechte Laune hast? Das sind jetzt ganz schön viele Fragen. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Frage an und zwar ist das, welche Musik du hörst und ja, ich höre in den letzten Wochen und Monaten gar keine Musik mehr. Also wenn, höre ich Radio und dann höre ich das, was gerade kommt, aber jetzt so richtig mir bewusst Musik einschalten, habe ich seit Monaten nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Mir ist einfach irgendwie nicht danach im Moment. Weil wenn ich zu Hause bin, dann mache ich mir entweder einen Fernseher an und dann schaue ich dort meine Dinge oder ich lese ein Buch und ich höre ja keine Musik beim Lesen. Ich brauche ja Stille, wenn ich lese. Und ja, oder ich setze mich an den Computer und mache da irgendwas. Wenn ich am Computer sitze, mache ich mir meistens irgendwelche YouTube-Videos nebenbei noch an. Also so richtig bewusst Musik hören habe ich in den letzten Wochen und Monaten nicht gemacht. Aber wenn, ich bin eher so der Mainstream-Hörer. Also ich höre die Charts immer mal wieder gerne, wenn da was Ordentliches dabei ist. Ich mag unglaublich gern die Musik aus den 90ern und den 80ern. Das ist so meine Jugendmusik, da gehe ich auch heute noch voll ab. Also wenn da mal irgendwie ein Lied kommt, da freue ich mich immer sehr, da drehe ich auch das Radio gern mal auf. Aber ansonsten höre ich eigentlich wirklich größtenteils nur Mainstream, wenn ich denn mal irgendwie Musik höre. Aber wie gesagt, das war in den letzten Wochen und Monaten eher nicht der Fall. Was ich mir immer mal gerne angehört habe, ist der The Greatest Showman Soundtrack. Den habe ich mir immer mal noch mit angemacht nebenbei, fällt mir da gerade so ein, wenn ich jetzt im Auto irgendwo war oder so. Oder auch zu Hause mal nebenbei. Das war jetzt noch so das Einzige, wo ich sage, dass ich das bewusst in den letzten Wochen und Monaten gehört habe. Also den The Greatest Showman Soundtrack finde ich echt richtig gut. Den solltet ihr euch auf jeden Fall mal anhören. Und ja, aber ansonsten höre ich keine Musik im Moment. Kommen wir zum nächsten. Und zwar war das, welche Filme und Serien du magst. Bei Filmen gucke ich mir alles Mögliche an. Also ich bin ein Mensch. Ich gucke einfach alles, was mich interessiert. Mein Lieblingsfilm, falls euch das interessiert, ist Stolz und Vorurteil. Und zwar die Filmversion von 2005 mit Keira Knightley und Matthew McFadden. Ich liebe diese Version. Ich mag aber auch die BBC-Version mit Colin Firth unglaublich gern. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm, Stolz und Vorurteil. Ansonsten, wie gesagt, gucke ich das, worauf ich gerade Bock habe. Ich mag Zombie-Filme unglaublich gerne. World War Z fand ich richtig gut zum Beispiel und auch Warm Bodies zum Beispiel, der etwas andere Zombie-Film. Ich liebe diesen Film. Resident Evil bin ich auch ein Riesenfan von. Ansonsten, ich mag Disney-Filme, ich mag Animationsfilme im Allgemeinen. Ich fand Megamind damals richtig cool. Ich liebe Deadpool, ich liebe Marvel. Also die Filme liebe ich einfach alle unglaublich sehr. Also ich bin voll das Marvel-Kind. DC kann ich nichts mit anfangen. Also es tut mir leid, alle DC-Fans da draußen. Ich mag die Filme nicht. Ich mag das Ganze drum und dran bei DC einfach nicht. Suicide Squad fand ich richtig schlecht. Batman vs. Superman, der schlechteste Film, den ich seit sehr, sehr langer Zeit, eigentlich seit Rango, jemals gesehen habe. Also ich kann mit DC nichts anfangen. Also es tut mir sehr leid, alle DC-Fans da draußen, aber das ist einfach nicht meins. Ja, also ich mag eigentlich sehr, sehr viel. A Quiet Place zum Beispiel fand ich auch mega gut, den Film. Womit ich nichts anfangen kann bei Filmen, ist so Psycho-Kacke. Also so Paranormal Activities oder wie heißt Annabelle und so ein Kram. Also das sind so Sachen, damit kann ich nichts anfangen.
Alles, was so eher so Psycho-Kacke ist, das mag ich gar nicht. Da kriege ich Albträume von. Das mag ich einfach nicht. Aber ansonsten, wie gesagt, bei Filmen mag ich eigentlich sehr, sehr viel. Und da gucke ich mir auch sehr viel an. Da bin ich eigentlich auch für jeden Scheiß zu haben. Ich war übrigens die Woche auch in After Passion, falls es euch interessiert. Und muss sagen, also im Buch-Film-Vergleich fand ich den Film ja mal richtig grottig. Als eigenständiger Teenie-Film, ohne dass man das Buch gelesen hat, war der Film, glaube ich, okay. Also ich würde mir diesen Film kein zweites Mal angucken. Aber ich glaube, so für 12-jährige Teenie-Mädels, die jetzt vielleicht auch das Buch nicht unbedingt gelesen haben, ist der Film schon was. Aber ich fand den Film nicht gut. Ich fand die Besetzung absolut furchtbar. Ich fand, die ganze Story hatte mit diesem Buch überhaupt nichts mehr zu tun. So überhaupt null. Und also das ging einfach gar nicht. Also das wollte ich an dieser Stelle einfach mal gesagt haben. Also ich habe After Passion geguckt und fand es furchtbar. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Ja, aber wie gesagt, ansonsten gucke ich mir sehr, sehr viel an. Und Stolz und Vorurteil ist mein Lieblingsfilm. Was Serien betrifft, bin ich da im Moment nicht so am Gucken. Also es gibt jetzt eine neue Netflix-Serie, die ich mir mit meinem Mann zusammen angucken will. Und zwar Black Summer. Die sieht ganz interessant aus. Ist auch wieder eine Zombie-Serie. Ansonsten habe ich The Walking Dead sehr, sehr geliebt. Ich sag mal so Staffel 2 bis 7. Die fand ich richtig gut. Die 8. Staffel habe ich dann gar nicht mehr weiter sogar zu Ende geguckt. Da habe ich in der Mitte irgendwo aufgehört, weil mich das Ganze dann irgendwie nicht mehr interessiert hat. Die 8. Staffel konnte mich da irgendwie nicht mehr packen, was ich sehr, sehr schade fand. Ich möchte sie aber irgendwann eigentlich auch nochmal zu Ende gucken. Fear the Walking Dead fand ich richtig gut, die ersten Staffeln. Da war ich dann aber auch irgendwann raus. Lasst mich mal ganz kurz in meinen Netflix-Account gucken, was da noch so drin ist. Wartet mal. So an Serien. Ah, Stranger Things fand ich mega gut. Freue ich mich auch schon. Ach ja, ich habe ja das Passwort geändert. Moment. Es kann sich hier nur noch um Stunden handeln, ehe ich mich bei Netflix eingeloggt habe. Das passiert halt, wenn man unvorbereitet ist, ne? Ja, also Stranger Things fand ich zum Beispiel auch mega, die Serie. Game of Thrones fand ich auch mega gut. Ich bin da jetzt aber nicht so overhyped wie der Rest der Welt. Also ich denke mir so, ja, ich gucke mir die letzte Staffel dann irgendwann mal an. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mir dafür Sky-Ticket buchen würde und dafür extra nochmal Geld ausgeben würde. Also so overhyped bin ich da nicht. Deswegen, irgendwann gucke ich mir das mal an. Das ist okay. Aber ich bin da jetzt nicht so verrückt danach, dass ich sage, ich muss das jetzt sofort und auf der Stelle gucken. Bin ich eigentlich bei keiner Serie so. Also von daher, ich bin jetzt nicht so der Serien-Junkie. Ach ja, Tote Mädchen lügen nicht. Die erste Staffel fand ich richtig gut. Ich habe die zweite Staffel angefangen zu gucken und dachte so, weiß ich nicht. Kann ich nicht viel mit anfangen. Aber jetzt so im Großen und Ganzen bin ich nicht so der Serienfreak. Outlander habe ich noch geguckt. Das habe ich noch geschaut. Das fand ich noch richtig cool. Da bin ich aber auch irgendwann raus. Also die Staffel habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt. Also das müsste ich auch mal noch irgendwie machen. Also ich hinke da, was das betrifft, sehr hinterher, weil ich einfach nicht so der Seriengucker bin im Moment. Da habe ich halt andere Prioritäten, die für mich wichtiger sind. Also wie gesagt, so standardmäßig habe ich halt immer geguckt, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Stranger Things, Outlander. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Mehr habe ich so an Serien gar nicht geschaut. Bin nicht so der Fernsehgucker, Mensch, Seriengucker, was auch immer. Machen wir weiter. Ich war ja gerade mit Filmen und Serien, glaube ich, so weit durch. Machst du Sport, wenn ja, was? Nein, ich mache keinen Sport. Bin total unsportlich und ich bin absoluter Anti-Sportler. Ich hasse Sport. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Was isst du am liebsten? Alles, was ungesund ist. Also, am liebsten esse ich Kekse und Gummibärchen und Kinderriegel und so ein Scheiß. Also, ja, ich esse eigentlich gerne alles, was ungesund ist. Pizza, Pasta, also alles, was man eigentlich nicht essen sollte. Also am allerliebsten esse ich Spaghetti Carbonara. Ich liebe Spaghetti Carbonara einfach und ich liebe Pizza über alles. Also das esse ich auch mega gerne. Und ja, ansonsten esse ich sehr, sehr gerne Süßkram. Das ist schon so mein Verhängnis. Und ja, also wie gesagt, alles, was man eigentlich nicht essen sollte, esse ich furchtbar gerne. Dazu, dass ich keinen Sport mache. Läuft! So, nach der Erkenntnis, dass ich keinen Sport mache, gerne Süßigkeiten esse, kommen wir zur nächsten Frage. Gehst du gerne shoppen und wenn ja, wo? Nein, tue ich nicht. Ich kaufe Klamotten eigentlich nur, wenn es nötig ist. Also wenn ich mal wieder einen neuen Pulli brauche oder ich halt irgendwas irgendwo sehe, wo ich sage, oh, das ist cool, das muss ich unbedingt haben.
Aber ansonsten so richtig shoppen gehe ich nicht gerne. Also ich habe eine Lehre gemacht im Klamottenladen. Ich bin ja gelernte Kauffrau im Einzelhandel und habe meine Lehre in einem Klamottenladen gemacht. Ich weiß, was es heißt, wenn man klamottensüchtig ist, weil das wird man irgendwann automatisch, wenn man in diesem Laden arbeitet und immer die tollen Sachen sieht, die man dann immer auspackt und einräumt. Und das habe ich mir sehr stark abgewöhnt, denn ich finde, man kann halt Pullis auch mal 4, 5 Jahre tragen und muss nicht jedes Jahr den neuesten Trend mitmachen. Also ich bin da, was das betrifft, inzwischen eher so anti eingestellt. Also ich trage das, was ich mag, und wenn mir was gefällt, dann kaufe ich es mir. Und ich bin jetzt aber nicht so, dass ich sage, hey, lass uns shoppen gehen. Nein, das mag ich nicht. Ich bin auch sehr ein Online-Shopper. Also ich mag Online-Shopping sehr, wenn ich nicht irgendwie mich in die Stadt bewegen muss, um dort in irgendwelchen überfüllten Läden mich anzustellen, um irgendwann in eine stinkende Kabine zu kommen, wo andere Leute schon Stunden vorher ihren Schweiß gelassen haben. Also das ist einfach nicht meins. Also ich bin dann, wie gesagt, eher so der Online-Shopper und kaufe halt Sachen dann wirklich nur, wenn ich sie sehe, toll finde und halt brauche. Wie zum Beispiel dieses Jahr brauchte ich dringend mal neue Socken. Dann habe ich mir halt meinen ganzen Schwung neuer Socken gekauft und jetzt ist das Thema halt auch wieder gut. Ich weiß, dass ich dieses Jahr mal noch ein paar neue T-Shirts brauche. Dann werde ich, wenn ich T-Shirts sehe, mir ein paar neue T-Shirts mal kaufen. Aber shoppen gehe ich nicht gerne. Da bin ich nicht das typische Mädchen, was das betrifft. Und die letzte Frage war von Miss Minion: Was machst du, wenn du schlechte Laune hast? Dann lasse ich sie raus. Also wenn ich schlechte Laune habe, merkt man das immer. Aber mein Mann weiß dann, wie er mit mir umzugehen hat, wenn ich schlechte Laune habe. Und er bringt mich dann immer zum Lachen. Und der tut dann halt auch alles dafür, dass meine schlechte Laune vergeht. Aber ansonsten bin ich halt auch ein Mensch. Ich suhle mich auch gern mal in meiner schlechten Laune. Ich bin ein Mensch, ich bin auch gern mal scheiße drauf. Und ich muss das halt auch einfach irgendwann mal rauslassen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn ich schlechte Laune habe und ich bin alleine, weil dann brüte ich so vor mich hin. Aber direkt so ein Mittel, was man dagegen machen kann, habe ich nicht. Also ich sage für mich immer, ich lasse es raus. Also wie gesagt, wenn ich zu Hause bin und habe schlechte Laune, wie letzte Woche Freitag, hatte ich richtig schlechte Laune, als ich dann zu Hause war, weil den ganzen Tag einfach alles schief gegangen ist. Von ich renne vor eine Tür bis über ich muss zum Zahnarzt und alles. Also es war letzte Woche Freitag ein richtiger Kacktag und ich hatte dann am Ende einfach nur noch Pisslaune. Und ich war zu Hause und ich war scheiße drauf und ich habe gedacht, fuck you Welt, ihr könnt mich alle mal. Und dann kam mein Mann und hat mich wieder auf gute Laune gebracht, hat mit mir rumgewitzelt und Späßchen gemacht und ja, der holt mich dann immer gut runter. Also der weiß inzwischen dann, wie er mit mir umzugehen hat und holt er mich dann immer runter. Und das ist so mein Rezept gegen schlechte Laune. Ich habe einen Ehemann, der mich kennt und mich versteht und weiß, wie er mit mir umzugehen hat und wie er meine schlechte Laune quasi besiegt. Nennen wir es irgendwie mal so. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Welche High-Fantasy-Bücher kannst du empfehlen Richtung C.L. Wilson? Was unternimmst du gegen Leseflauten? High-Fantasy-Bücher Richtung C.L. Wilson kann ich nicht empfehlen. Kenne ich nichts weiter, was in dieser Art und Weise ist. Habe ich leider absolut keine Empfehlung. So gar nicht. Ist so leid, wie es mir tut. C.L. Wilson ist Erwachsenen-High-Fantasy mit Erotik und ich habe in diese Richtung noch nichts weiter gelesen. Also wer jetzt Urban-Fantasy mag, dann würde ich sagen, lest die Gestaltenwandler-Reihe, aber High-Fantasy mit Erotik in dieser Richtung habe ich nichts weiter gelesen, deswegen kann ich euch da leider nichts empfehlen. Und was machst du gegen Leseflauten? Einfach weiterlesen. Ich war noch, Gott sei Dank, in meinem Leben noch nie in so einer richtigen Leseflaute drinne. Ich hatte mal so eine angedeutete Leseflaute, wo ich einfach keinen Bock hatte, so in dem Moment dieses Buch in die Hand zu nehmen und weiterzulesen. Und ich habe mich dann aber einfach gezwungen und habe dann einfach gesagt, so, du setzt dich jetzt hin und du liest das jetzt. Und bevor du das jetzt nicht gelesen hast, darfst du das und das nicht machen. Ich bin ja ein Mensch, ich bestrafe mich ja dann immer selber quasi in dem Sinne, wenn mir Dinge nicht gefallen und ich Dinge tun muss, mit Dingen, die ich mir verwehre. Also wie zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Rezensionsexemplar habe, zum Beispiel, was ich nicht so mag. So, ich muss es aber lesen, weil es ein Rezensionsexemplar ist. So, ich bin ja da eher so der Mensch, ich breche ja ungern Bücher ab, gerade wenn es Rezensionsexemplare sind, die ich angefragt habe, dann möchte ich die ja auch lesen, weil ich finde, das bin ich dem Verlag gegenüber schuldig. So, jetzt mal angenommen, wir haben ein Rezensionsexemplar, was ich nicht mag. Dann sage ich mir immer, okay, wenn du jetzt 50 Seiten von diesem Buch heute gelesen hast, dann darfst du das und das Buch weiterlesen, auf das du dich freust. Und vorher nicht. Also,
ich zwinge mich dann halt einfach dazu, wenn ich jetzt auf irgendwas keine Lust habe. Ansonsten würde ich immer empfehlen, was ich damals halt noch gemacht habe mit meiner angedeuteten Leseflaute. Ich habe mir ein Buch genommen, was ich unglaublich geliebt habe, wo ich gesagt habe, das ist eines der tollsten Bücher, die ich jemals gelesen habe, was auch immer das bei euch ist, und habe das in die Hand genommen und habe es einfach nochmal angefangen zu lesen. Und da ich ja bei dieser Geschichte weiß, dass sie gut ist und dass sie mir gefällt und dass sie mir Spaß macht und dass sie mir halt vielleicht noch irgendwas gibt oder so, dadurch habe ich dann auch wieder Lust aufs Lesen bekommen. Aber ansonsten so weiter bei Leseflauten kann ich leider nicht helfen. Abwarten, Tee trinken, bis man wieder Lust aufs Lesen bekommt. Also es ist schwierig, weil jeder Mensch ist ja auch anders und ja, ich würde jetzt nicht sagen, quält euch dadurch. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch falsch, die Aussage, aber ja, ich würde einfach sagen, nehmt ein Buch in die Hand, was ihr geliebt habt, wo ihr sagt, das wollte ich eh schon immer mal nochmal wieder lesen vielleicht, und dann quält euch vielleicht auch so ein bisschen, das einfach zu lesen. Aber ihr werdet merken, dann kommt ihr wieder rein und dann läuft das irgendwann auch wieder. Aber so richtige Tipps habe ich da leider nicht. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar, welches ist dein liebstes Pärchen aus deinen gelesenen Büchern? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich nicht auf ein Pärchen beschränken kann. Es gibt so viele Paare, die ich absolut liebe. Und es gibt kein Paar, wo ich sage, das ist für mich das perfekte Paar, weil jedes Pärchen ja irgendwie doch auch anders ist. Und ja, also es gibt so viele Paare, die ich toll finde. Ich könnte mich da auf keins festlegen. Das geht einfach nicht. Nee, also ich habe da, was das betrifft, gefühlt 50 bis 100 Lieblingspärchen, und da kann ich mich auf keins festlegen. Um mich jetzt aber ein paar Beispiele zu nennen, was ich für Pärchen unglaublich liebe. Ich liebe Charlotte und Gabriel von der Rock Kiss Reihe von Nalini Singh. Ich liebe Layla und Roth von Dark Elements. Ich liebe auch Faye und Rysand. Also es gibt so unglaublich viele Paare, die ich liebe und feiere. Alex und Aiden von der Dämonentochter-Reihe liebe ich auch unglaublich. Ich liebe auch M und Cass von Die Legende der vier Königreiche, einfach dafür, dass diese Geschichte so ein bisschen anders ist. Ich liebe auch immer noch Helena und Lukas von der Göttlich-Reihe. Es gibt einfach so viele unglaublich tolle Paare, dass ich da mich nie auf eins festlegen könnte. Ich finde, man muss ja auch nicht immer das Lieblingsbuch haben oder den Lieblingsfilm oder das Lieblingspaar. Also ich finde das immer sehr schwierig. Also ich bin da ein Mensch, ich lege mich da ungern auf eine Sache fest. Deswegen ist das für mich halt auch ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten. So, dann haben wir hier noch die Frage, mit welchem Bösewicht kannst du dich identifizieren? Was gibt es denn so für Bösewichte? Das ist kacke halt, wenn man jetzt unvorbereitet ist. Lasst mich mal meinen Gedanken so die Bösewichte durchgehen, die wir so überall hatten. Also so richtig identifizieren fällt mir absolut keiner ein, wo auch irgendwie böse, direkt ein Bösewicht drin vorkommt. Ich lese ja nun jetzt nicht so viele Bücher, wo es einen Bösewicht gibt. Meistens sind das ja irgendwelche Organisationen oder sowas. Also mir fällt da so, also so ganz spontan fällt mir da kein Bösewicht ein, mit dem ich mich identifizieren kann. Also ich bin gerade so mal meine Bücherregale durchgegangen. Also ich finde, wie gesagt, Bösewicht ist eine schwierige Definition. Was ist denn ein Bösewicht? Ab wann ist man denn böse? Viele Bösewichte werden ja auch einfach nur missverstanden. Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, wessen Taten von einem Bösewicht ich am meisten noch nachvollziehen kann, wäre es Thanos von den Avengers. Weil ich finde ja seinen Hintergedanken hinter dem Ganzen, was, wieso, weshalb, warum er das alles getan hat, den finde ich ja an und für sich gut. Also ich kann das verstehen, warum er das tut, was er tut. Und ich kann es halt auch nachvollziehen, dass die Art und Weise, wie er das tut, scheiße ist. Das wissen wir alle. Aber ich kann ihn verstehen. Also, und warum er das halt, also ich kann ihn aber halt verstehen und warum er das tut. Aber ansonsten gibt es jetzt für mich spontan keinen Bösewicht, mit dem ich mich so identifizieren kann. Das sind ja auch meistens irgendwelche hochpsychopathisch kranken Menschen, die richtig bösen Bösewichte, und mit denen möchte ich mich ungern vergleichen. Aber nee, also da fällt mir wirklich keiner ein, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann. Kommen wir zur nächsten Frage. Was arbeitest du eigentlich und ist das nur ein Teilzeitjob wegen deinem kleinen Mitbewohner? Also ich habe eine ganz normale 40-Stunden-Woche.
Also ich arbeite 8 Stunden am Tag. Ich arbeite in einem Büro. Ich arbeite im Workforce Management. Das heißt, wir machen alles rund um das Thema Personalplanung. Das mache ich jetzt direkt in der Abteilung mit noch 3 anderen Kollegen zusammen. Und ja, das ist das, was ich tue. Also ich bin ein Personalplaner im Prinzip. Und ich mache aber halt noch ganz viele andere Sachen drumherum und nebenbei auch noch mit. Also wir machen auch noch Berechnungen und all so ein Krams, womit die meisten jetzt wahrscheinlich nichts anfangen können, wenn ich euch jetzt hier Worte um die Ohren haue, weswegen ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehe. Also ja, also ich arbeite im Workforce Management bei einer internationalen Firma. Ich habe ja vorher für einen Handyanbieter gearbeitet im Kundenservice. Dann ist der Kundenservice dieses Handyanbieters verkauft worden an diese internationale Firma. Und daraufhin habe ich dann intern die Abteilung gewechselt, weil ich keine Lust mehr auf Kundenservice hatte. Deswegen bin ich jetzt im Workforce Management und mache eigentlich alles rund um das Thema Personalplanung und halt noch einiges andere. Aber ich glaube, mit Personalplanung könnt ihr am meisten was anfangen, deswegen. Und was meinen kleinen Mitbewohner betrifft, der bleibt ja nicht alleine. Das hatte ich ja schon das ein oder andere Mal erzählt. Und immer wenn wir auf Arbeit sind, ist er entweder bei meinen Großeltern oder bei meiner Mama. Also ohne meine Mama und meine Großeltern wären wir echt am Arsch, auf gut Deutsch, weil er ja halt wirklich nicht alleine bleibt. Und ich bin da auch sehr, sehr dankbar meiner Familie gegenüber, dass die uns da so unterstützen tut. Ich meine, die lieben den Kleinen über alles und die freuen sich immer, wenn sie den Kleinen nehmen können. Aber ich weiß halt auch, dass das meine Großeltern und halt auch meine Mutti in ihrem ganzen Sein auch sehr einschränkt. Aber ja, das ist das, was ich arbeite und das ist das, wo Milo immer ist. Und Milo freut sich halt auch immer, wenn er bei meinen Großeltern ist oder bei meiner Mama. Und der hat da quasi zu Hause Nummer 2 und 3 und deswegen ist das auch alles okay, so wie es ist. Und ja, ich bin sehr, sehr froh, dass meine Großeltern da, was das betrifft, auch noch so fit sind, weil die sind beide auch über 80. Und ja, und ich bin auch, wie gesagt, meiner Mutti sehr, sehr dankbar dafür, denn ohne sie wären wir da echt am Arsch. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Frage ist. Wenn du Jennifer Armentrout so gern magst, dann hoffe ich, du hast Dämonentochter gelesen. Ja, habe ich. Natürlich. Ich habe Dämonentochter gelesen. Würde gern wissen, wie du es schaffst, so viel zu lesen und wann du Zeit findest, so viel zu lesen. Diese Frage, wie ich es schaffe, so viel zu lesen, habe ich schon so oft gehört und ich kann immer nur sagen, ich setze Prioritäten und ich nehme mir die Zeit dafür. Ich mache aber halt auch nicht viel anderes. Ihr werdet sicher gemerkt haben, dass ich seit Anfang des Jahres im Schnitt weniger lese wie letztes Jahr. Das hatte ich ja letztes Jahr aber auch schon gesagt, dass ich da, was das betrifft, dieses Jahr ein bisschen weniger lesen werde, weil ich habe die letzten Jahre wirklich nur noch gelesen. Das heißt, ich komme von Arbeit nach Hause, hole Milo ab, entweder bei meinen Großeltern oder bei meiner Mutti. Dann ist der sowieso erstmal fertig, dann pennt der. Dann setze ich mich zu Hause auf die Couch und lese. Dann lese ich so meistens so 2-3 Stunden, bis Milo wieder wach ist. Dann gehe ich mit dem Hund raus. Dann spiele ich mit dem Hund. Dann ist irgendwann mein Mann zu Hause. Dann esse ich mit dem manchmal noch Abendbrot. Dann spielen wir nochmal mit dem Hund. Und wenn der Hund dann irgendwann so um 8:30 wieder schläft, mein Mann auf der Couch liegt und Fernsehen guckt, sitze ich da und lese. Also ich mache wirklich nicht viel anderes. Und ich habe in den letzten Jahren auch wirklich nicht viel anderes gemacht. Ich habe keine anderen Hobbys. Ich habe unter der Woche nicht sehr viel soziale Kontakte, also außer Arbeiten und Lesen und Hund und Mann gibt es da bei mir nicht viel. Ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen das Spielen wieder so für mich entdeckt, also so Playstation, Computerspiele und so ein Kram. Und das hat für mich momentan auch einen relativen Stellenwert und da nehme ich mir halt auch die Zeit für, weswegen das Lesen da teilweise so ein bisschen auf der Strecke bleibt, deswegen ich jetzt keine 10, 12, 14 Bücher mehr im Monat lese, sondern halt so im Schnitt vielleicht 7, 8, was für mich ja immer noch viel ist. Und ja, aber man muss halt wirklich Prioritäten setzen. Und wenn man halt sagt, ja, ich habe halt noch den Sport und das Sport oder ich bin in einem Schachclub oder ich stricke und häkel und keine Ahnung was, dann setzt ja jeder so seine Prioritäten für sich selbst. Und ich lese halt einfach viel. Und mache halt nicht wirklich was anderes, außer jetzt im Moment halt noch Computerspielen und so ein Kram, was mir halt Spaß macht. Und ja, deswegen lese ich so viel. Okay, das Video wird schon wieder relativ lang, weil ich schon wieder so viel schwafle. Es tut mir voll leid. Ich habe noch ein paar Fragen und zwar haben wir noch die Frage, hast du schon mal Hörbücher ausprobiert? Ja, ich habe Hörbücher schon mal ausprobiert, ist allerdings nicht meins, weil ich für mich festgestellt habe, ich habe für mich nicht so die Zeit, Hörbücher zu hören. Viele hören ja Hörbücher auf dem Weg zur Arbeit oder wenn sie unterwegs sind oder beim Haushalt und
ich habe eine Arbeitsstrecke mit dem Auto von 5 Minuten. Wenn ich Gassi gehe mit dem Hund zum Beispiel, dann höre ich Sprachnachrichten und schreibe Sprachnachrichten, telefoniere auch oft nebenbei. Also ich habe für mich jetzt nicht so die Zeit gefunden, um Hörbücher zu hören. Deswegen habe ich für mich das mit den Hörbüchern auch dann wieder sein lassen, weil meins ist es einfach nicht. Also ich kann mich jetzt auch nicht auf die Couch legen, nichts machen und halt ein Hörbuch hören. Da werde ich zu hippelig, da werde ich zu unruhig. Dann nehme ich mir lieber ein Buch und lese, das strengt mein Gehirn dann wenigstens an. Dann habe ich wenigstens das Gefühl, etwas zu tun. Also Hörbücher und ich, das ist einfach nicht so kompatibel. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, wer weiß das schon. Aber im Moment bin ich da, was Hörbücher betrifft. Ist das nicht so meins? Dann haben wir noch eine Frage. Bist du verheiratet? Ja, seit letztes Jahr August bin ich glücklich verheiratet. Bei welcher Romanfigur erkennst du Eigenschaften von dir und welche sind es? Es gibt jetzt keine spezielle Figur, wo ich sage, boah, die ist wie ich. Also das jetzt nicht. Es gibt schon den einen oder anderen Charakter, wo ich beim Lesen immer so denke, ja, so, das bin ich. Besonders wenn die manchmal so beispielsweise sehr trottelig sind. Dann bin das ich. Ich bin ja auch so ein Chaosmensch und ich bin halt einfach ein Volltrottel manchmal. Siehe letzte Woche Freitag, ich laufe komplett vor diese scheiß fucking Tür. Aber komplett mit dem Kopf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das wehtat. Und es gibt ja die eine oder andere Figur in den Romanen, die ja auch so ein bisschen ist. Und da kenne ich mich dann schon selbst wieder. Oder aber auch, wenn Romanfiguren halt einfach mal schlecht drauf sind und halt einfach auch mal rumzicken oder so. In gewissen Situationen, das kann ich dann auch nachempfinden, dann denke ich mir dann, jo, das, so bin ich auch. Aber es gibt jetzt keine Romanfigur, wo ich sage so, also ich finde es halt sehr, sehr schwierig, mich da festzulegen. Also wie gesagt, es gibt so Figuren, die ein oder andere, wo ich jetzt aber auch nicht konkret irgendwelche Beispiele nennen könnte, wo ich sage, da erkenne ich was von mir wieder. Sei es jetzt zum Beispiel bei der einen Figur die Sturheit oder bei der anderen Figur halt, dass sie halt in diesem Moment genauso reagieren würde, wie ich reagieren würde. Aber das sind halt so Momente. Wie gesagt, natürlich erkenne ich mich streckenweise in manchen Figuren wieder. Wie gesagt, wenn halt irgendwelche bestimmten Eigenschaften bei dieser Figur sind, die ich auch an mir kenne. Ich, wie gesagt, kann mich auch selber sehr schwer einschätzen. Ich finde es auch immer sehr, sehr schwer, meine Stärken einzuschätzen und auch sehr schwer, meine Schwächen einzuschätzen. Also ich bin da ein Mensch, ich finde sowas immer ganz, ganz furchtbar, sowas einzuschätzen. Ich weiß, ich bin ein Mensch, der auf sehr emotionaler Ebene agiert. Also ich bin ein Mensch, wenn ihr mal eine Romanfigur habt, die sehr emotional denkt und handelt und nur von ihren Emotionen geleitet wird, dann bin das ich. Also ich bin, wie gesagt, ein Mensch, der auf sehr emotionaler Ebene denkt und handelt. Das ist halt auch, wenn ich zum Beispiel irgendwas erzähle, wenn mich irgendetwas aufregt, dann werde ich lauter in der Stimme, dann gestikuliere ich wild rum und dann sagt mein Mann oft, das schreie mich nicht an. Wo ich dann immer sage, ja, ich schreie doch gar nicht, erzähl dir das doch nur. Und er empfindet das dann aber halt, weil er halt nicht auf dieser emotionalen Ebene denkt und handelt, empfindet er das dann schon als, dass ich aufbrausend bin und dass ich laut bin und auch mal rumschreie, obwohl ich mich halt nicht so sehe, weil ich halt das in dem Moment einfach nicht so fühle. Und das ist halt alles wieder Interpretationssache, deswegen finde ich das sehr, sehr schwierig, das irgendwie dran festzumachen. Und jetzt habe ich ziemlich viel Scheiß erzählt, was ihr vielleicht auch gar nicht wissen wolltet. Aber egal, ihr wisst jetzt, ich bin ein Mensch, der auf emotionaler Ebene denkt, handelt, fühlt und alles. So, lassen wir das Thema. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Hast du in deiner Familie, Bekanntenkreis manche, die lesen? Ja. Also es gibt in meinem Umfeld schon Menschen, die lesen, aber die lesen dann entweder alle nicht das, was ich lese oder die lesen viel, viel weniger. Ich habe halt kaum jemanden, mit dem ich mich halt darüber austauschen kann, über das, was ich lese. Und das war ja auch der Grund, warum ich damals mit BookTube überhaupt angefangen habe, weil ich halt niemanden hatte. Und ich halt immer das Gefühl hatte, wenn ich mit jetzt jemandem darüber spreche, der das jetzt nicht gelesen hat oder der nicht so der Lesefreak ist, dass ich den mit meinem Scheiß vollsülze, den es eigentlich gar nicht interessiert, er mich aber einfach zu sehr mag, um mir das zu erzählen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde das sehr, sehr schwierig und BookTube hat mir da auf jeden Fall sehr geholfen. Ich habe dadurch Menschen kennengelernt, die sich so fühlen wie ich und mit denen ich mich halt darüber austauschen kann, wo ich halt auch mal anrufen kann und sagen kann, boah, hast du das Buch gelesen? Ich musste das jetzt erzählen, wo ich halt auch weiß, dass das die Leute interessiert. Und ja, wie gesagt, ich habe in meinem Umfeld Leute, die lesen, Familien, Bekannte, Freunde, was auch immer. Aber die lesen dann halt entweder nicht das, was ich lese, oder das interessiert sie einfach nicht so. Die lesen halt im Jahr 2 Bücher oder so. Oder lesen halt Sachbücher oder halt solche Sachen. Also ja, es gibt Leute, die lesen, aber niemanden, den interessiert das, was ich lese. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig. Dann haben wir hier noch eine Frage. Liest du nach den Jahreszeiten, zum Beispiel Romance im Sommer, Fantasy im Herbst? Also im Prinzip nicht.
ich lese ja das, worauf ich eigentlich so Bock habe. Bewusst mache ich das nicht, aber es kann natürlich schon sein, dass ich unterbewusst sage, im Sommer lese ich mir Liebesromane, wie jetzt zum Beispiel im Herbst, Winter, wo ich eigentlich immer viel Liebesromane lese. Also so richtig festmachen kann ich das nicht. Also unterbewusst vielleicht schon, dass ich so sage, ich lese schon nach den Jahreszeiten. Aber es ist natürlich halt auch so, dass einem das von den Verlagen ja auch oftmals so vorgegeben wird, ne? Es ist halt so, dass Frühjahr und Herbst, Winter so die meisten Fantasy, Urban-Fantasy-Geschichten erscheinen und dass über den kompletten Sommer halt einfach nur viele Liebesgeschichten kommen. Natürlich auch Thriller und Krimis und sowas, aber das ist jetzt nicht das, was ich lese. Und ich finde, es wird halt auch oftmals so dann halt irgendwie auch vorgegeben von den Verlagen, finde ich, gefühlt. Deswegen ist das schwierig, das irgendwo dran festzumachen. Aber ich sag halt immer, ich lese das, worauf ich Bock habe. Und wenn das jetzt ein Liebesroman ist, ist das ein Liebesroman. Wenn das High Fantasy ist, ist das High Fantasy. Wenn das mal ein Thriller ist, ist das ein Thriller. Und dann ist mir eigentlich die Jahreszeit egal. Also ich kann auch im tiefsten Winter eine Geschichte aus dem Süden lesen. Also das juckt mich jetzt auch nicht. Also so richtig festmache, das für mich tue ich das nicht. Also wie gesagt, unterbewusst kann das schon sein, aber so richtig sagen, ich lese jetzt nur noch das, das habe ich nicht. Da habe ich auch nicht so die Lust zu. Dann haben wir noch die Frage, liest du lieber mehrere Bücher parallel oder eins nach dem anderen? Also ich lese lieber eins nach dem anderen. Ich lese, wenn ich parallel lese, dann lese ich nicht mehr wie zwei Bücher parallel. Und dann müssen es auch zwei genrefremde Bücher sein. Also ich könnte jetzt nie parallel zwei Liebesromane lesen oder zwei High-Fantasy-Bücher. Das würde mein Kopf nicht mitmachen. Also ich kann jetzt einen Liebesroman lesen und ein High-Fantasy-Buch zum Beispiel. Da habe ich keine Probleme mit, das auch für mich auseinanderzuhalten. Aber ich bin eigentlich ein Mensch, ich lese lieber ein Buch nach dem anderen und lasse mich dann halt lieber komplett auf eine Geschichte ein. Und wenn ich die dann zu Ende habe, dann lese ich die nächste. Also mir ist das, für mich persönlich ist mir das ein zu sehr großes Durcheinander. Und ich möchte ja auch mich auf die Geschichte einlassen. Ich möchte ja auch komplett für mich in die Geschichte eintauchen. Und ich kann das halt wirklich nur, wenn ich mich auf eine Geschichte halt fokussiere oder halt auf zwei. Wie gesagt, da geht das auch noch, wenn das halt nicht zweimal das Gleiche ist. Aber so wie manche Leute, die lesen ja 7, 8, 9 Bücher parallel, das könnte ich nicht. Da würde ich absolut nicht klarkommen. Da hätte ich dann auch irgendwann keinen Bock mehr auf die Bücher. Also das würde bei mir nicht funktionieren. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar lautet die, was hältst du von Colleen Hoover? Ich habe von ihr nur ein Buch gelesen bisher, das fand ich ganz süß, aber sie konnte mich mit diesem Buch jetzt nicht wirklich überzeugen, dass ich halt mehr von ihr lesen möchte und ich kann, was das betrifft, zu Colleen Hoover absolut nichts sagen. Also wie gesagt, das Buch, was ich gelesen habe, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß, das ist das mit den zwei Füßen vorne auf dem Titel, auf dem Cover. Ja, das war eine süße Geschichte, hat sich für mich aber jetzt nicht von der Masse abgehoben und ich habe das auch nicht gefeiert oder so, ich fand das gut. War eine gute, solide Geschichte. Hat mich jetzt aber, wie gesagt, nicht überzeugen können, dass ich noch mehr von ihr lesen möchte. Also ich bin, was Colleen Hoover betrifft, da leider komplett raus. Und ich kann mir da leider keine Meinung bilden über diese Frau. Aber sie scheint sehr sympathisch so zu sein, was man so auf Instagram und so sieht. Aber lesetechnisch kann ich mir da absolut keine Meinung drüber bilden. Also kann ich dazu leider nichts sagen. Es tut mir leid. Dann haben wir hier noch die Frage von, möchtest du irgendwann mal Kinder haben? Und ich finde, das ist eine sehr persönliche, private Frage. Und die werde ich auch, was das betrifft, nicht beantworten. Sollte ich irgendwann mal schwanger sein, erzähle ich es euch. Aber ansonsten möchte ich jetzt auf die Frage nicht weiter eingehen, weil das doch schon sehr privat ist. Und ich hoffe, ihr habt dafür auch Verständnis, aber... dann haben wir noch die Frage, welche ist deine absolute Lieblingsreihe? Und es ist so schwer. Ich kann mich hier auch wieder nicht festlegen. Also ich liebe die Dark Elements-Reihe von Jennifer Armentrout. Ich liebe das Reich der Sieben Höfe. Ich finde auch die Göttlich-Reihe von Josephine Angelini immer noch gut. Ich liebe die Rockies-Reihe von Nalini Singh. Ich liebe die Wait For You-Reihe, die Edinburgh Love Stories. Also ich kann mich da nicht festlegen. Aber wenn ich es jetzt müsste, würde ich bei den Liebesromanen sagen, ist es immer noch die Edinburgh Love Stories. Und bei den Jugendbüchern Dark Elements. Also... ich würde einfach bei Dark Elements bleiben, weil ich habe diese Reihe einfach so geliebt und ich habe die so gesuchtet und ich liebe Roth und ich liebe das ganze Drum und dieser und ich liebe das ganze Drum und Dran an dieser Reihe. Deswegen würde ich bei den Jugendbüchern jetzt nicht auf High Fantasy und Urban Fantasy festgelegt, sondern einfach komplett Jugendbüchern würde ich sagen Dark Elements von Jennifer Armentrout und bei den Liebesromanen die Edinburgh Love Stories von Samantha Young. Hat es kurz gehangen. Ja, aber ich kann mich halt einfach nicht festlegen, weil es einfach so viele gute Reihen gibt.
dass man sich ja eigentlich auch nicht festlesen, da möchte man sich eigentlich auch nicht festlegen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wären es die beiden. So, dass ich mich einfach einmal in diesem Video für irgendwas entschieden habe. Dass ich nicht immer nur so schwammige Antworten gebe. Damit wären wir bei der letzten Frage angekommen. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr gute letzte Frage. Würdest du uns mal wieder deine Bücherregale zeigen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das sowieso auf dem Plan gehabt für mich, dass ich mal wieder ein Bücherregal-Update mache. Vor allem, weil ich ja Ende letzten Jahres Bücher aussortiert habe. Und ich habe 2 Umzugskisten voll Bücher in den Keller getan. Das tut mir in der Seele weh, aber ich habe einfach keinen Platz mehr und ich möchte die Bücher nicht in zweiter und dritter Reihe im Regal haben. Das sieht dann für mich optisch einfach nicht mehr schön aus und deswegen habe ich halt die Bücher, die ich nicht zwingend im Regal haben muss, jetzt in den Keller getan. Auch wenn es mir, wie gesagt, in der Seele weh tut, aber es geht halt nicht anders. Und ja, ich mache meine Bücherregale irgendwann mal wieder hübsch. Aber jetzt durch das Gewinnspiel und noch das Gewinnspiel hatte ich ein komplettes Regalfach nur für diese Bücher freigeräumt, weil die mussten ja auch irgendwo hin in meiner Wohnung. Und ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt, das alles wieder ordentlich zu machen. Und wenn ich es die Tage schaffe, alles ordentlich zu machen und am Wochenende schaffe es zu drehen, dann kriegt ihr auch ganz, ganz bald ein Bücherregal-Update und dann seht ihr meine Regale auch mal wieder. Ich mache ja solche Videos auch immer sehr, sehr gerne. Ich gucke ja solche Videos auch immer sehr, sehr gerne. Und ja, deswegen wird es dann bald ein Bücherregal-Update geben. Und dieses Video ist jetzt einfach, glaube ich, so unglaublich lang geworden, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich hatte gedacht so, ja, das sind Fragen so für 10 Minuten und jetzt sind es bestimmt schon im Rohmaterial 50 Minuten. Scheiße. Es tut mir jetzt schon leid, dass dieses Video so unglaublich lang ist, aber da habt ihr jetzt einfach einmal ausführlich meine Antworten, auch wenn ich nicht auf jede Frage eine wirkliche Antwort geben konnte. Es tut mir voll leid, aber ich bin halt, wie gesagt, ein Mensch. Ich kann mich sehr schwer auf irgendwas festlegen. So, damit wären wir am Ende für dieses Video angekommen. Ich hatte ja so gedacht, das sind Fragen so für 10 Minuten. Ich glaube, mein Rohmaterial sind jetzt 50 Minuten. Ich muss dann jetzt beim Schneiden mal gucken, wie viel ich das kürzen kann, weil ich erzähle auch sehr, sehr viel, glaube ich, doppelt und dreifach. Und ja, ich möchte euch ja nicht so ein langes Video dann antun. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben zu mir und meiner Person. Ich konnte eure Fragen wenigstens halbwegs beantworten, auch wenn ich bei einigen Fragen echt keine Ahnung habe, was ich sagen sollte. Also mit diesem Bösewicht, ich bin da immer noch am Überlegen, aber mir fällt einfach kein einziger Bösewicht ein, mit dem ich mich identifizieren könnte. Also wie gesagt, nachvollziehen am meisten kann ich immer noch Thanos von den Avengers, warum er das tut, was er tut. Aber ansonsten so spontan fällt mir da niemand ein. Weil, nehmen wir mal ein paar Beispiele. Bei das Reich der 7 Höfe, Hypern als Bösewicht, wer kann sich denn mit dem identifizieren? Bei Twilight als Bösewicht, wer kann sich denn mit den Volturi identifizieren? Bei Obsidian, wer kann sich da mit den bösen Militär identifizieren? Also ich finde es schon sehr, sehr schwierig, die Motive eines Bösewichts immer zu verstehen und das halt auch nachzuvollziehen. Also ja, also es gibt echt niemanden, mit dem ich mich wirklich identifizieren kann. Habt ihr einen Bösewicht, mit dem ihr euch identifizieren könnt? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne mal begründen, warum, wieso, weshalb. Vielleicht habe ich jetzt auch einfach nur gerade die falsche Denkweise da dazu. Aber mir fällt da echt einfach nichts ein auf diese Frage. Sehr, sehr schwierig. So, jetzt habe ich genug erzählt. Ich beende das Video jetzt. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.